Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS Seasons auf der Losberg. Mit mir, der sehr kränklich ist. Wir müssen heute unsere Kühe versorgen und wir verkaufen Weizen. Wo müssen wir das hinbringen? Agrasius, das ist ja. Der Grasius ist doch direkt da bei uns. Ich bin komplett krank, voll erwischt. Was heißt komplett krank? Hab halt voll Schnupfen. Ne, das ist der Werner. Der Grasius ist wo? Wo ist denn der nochmal? Ah ja, stimmt, der ist da hinten. So, das ist gerade ganz praktisch, dass wir hier unseren fetten Kipper, oh Gott, Alter, gemietet haben. Und können nämlich die 33 Tonnen auf einmal hier reinfüllen, hoffentlich. Ja, müsst reinpassen. Ja, wir brauchen auch einen leicht größeren Kipper, also ich würde dazu tendieren, dass wir uns zwei hier die TKD hier dann die nehmen. Weil der ist immer scheiße zum Rückwärts fahren. So. Alter, das zieht ganz schlecht bei dem Schnee. Agrasius müssen wir. Oder wie der heißt. Mehr als 30 Sachen geht hier hoch nicht. Jo, Alter. Die Traktion verschlechtert sich enorm. So, wir müssen jetzt hin. Agrasius. Ich brauche mehr Kontrast. Fahren wir oben rum, können wir auch direkt nachschauen, ob es unser Fahrsilo eingeschneit hat. Und ja, ich glaube, ich weiß, warum unsere Siloballen nicht funktioniert haben, weil wir die gewendet haben. Und dann war das nur Heu, was eingewickelt ist, aber für Silo muss man es nicht wenden. Das würde es zumindest einiges erklären. km/h ist da. Okay, also hier müssen wir auch erstmal wegräumen. Ups. Ich hätte vielleicht nicht so dicht an die Wand hinfahren sollen. Jo, wo ist der Weg? Da ist der Weg. 8 km/h, juhu. 5. Ob wir jetzt da nicht weiter hochkommen. Willst du mich verarschen? Als ob. Okay, dann fahren wir halt so durch den Wald, ist doch mir egal. Jetzt müssen wir, es tut mir leid, ich will die realistische Option, wollte ich ja nehmen, aber das ist einfach zu glatt.
Da geht einfach nichts. Müssen leider durch die Pampa fahren. So. Warum nicht gleich so? Aber von dem Geld, was wir jetzt haben, da können wir uns dann jetzt auch ein, denke ich, den Kartoffelroder gönnen und. Ja, jo, 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 jo. Ich drück voll auf die Bremse. Junge. Ist ja hart qualvoll. Hoffentlich geht es mit leeren Kipper besser. Fahren wir, glaube ich, auch lieber außen rum. Also Leute, wir kaufen uns unseren SE 100, 260, ja. Und den KS75-4. Und worin wir investieren müssen, ist in ein Taschen. Oh Gott. Okay, der kostet nur 40.000. Obwohl, den tun wir uns dann mieten. So, wenn der leer ist, geht er auch schon viel besser. Jo. Die Wand gar nicht gesehen. Trotzdem Vollgas hier rauf. Morgen wird schon der erste Schnee tauen. Und heute müssen wir nochmal hier echt schauen, dass wir da was geräumt kriegen. Die Straßen sind ja frei, aber. Aber ein, zwei sind nicht so frei. Ein, zwei Fahrsilos. Und um Fahrsilo ranzukommen, müssen wir es auch erstmal räumen. Zwar mit unserer Gabel, hoffentlich funktioniert es. Aber ich denke schon. So, den Brux-Chipper und den Kipper stellen wir hier hin. Bei dem brauchen wir hier dann demnächst. Das schlaue Abstellplatz. Jo, Triften. Ich glaube, das können wir ja dann nachher noch machen mit dem Auto mal ein bisschen rumpacen. Auf die gefrorenen Felder juckt es ja kein. Jo, alles im Schnee. Frontlader. Ah, da ist der Frontlader. Ist die Frage, ob wir hier.
Sieht so aus, als zeigt er an, es wäre eine Gabel. Also geht der Schnee da nicht durch. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil dann können wir machen. Boom, boom. Ah, Scheiße, Junge. Komm schon gar nicht hier rein in das Fahrsilo. So, 2000 konnten wir rausnehmen. Ich glaube, das mit der Futterentnahme muss bis morgen warten. Können wir jetzt noch ein bisschen YOLO mit unserem Auto rumdriften? Jo, Alter. Jo, was geht? Fühlt sich schon ziemlich so an, als ob wir im Schnee fahren würden. Jo! Guckt euch das an, Junge, wir tun driften. Jo. Mit 15 km/h. Mal durch den Wald, yeah. Wow. See. Oh, da Stelzen quer. Alles klar. Ich glaube, es wäre sinnvoll, das Auto in die Garage zu tun. Oh, hier ist aber eine große Garage. Hier könnten wir auch unser Kartoffel-Equipment zwischenlagern. Theoretisch. So ist es schon weniger geworden. Wie schaut's denn aus? Ja, dann tun wir davon noch ein bisschen reinleeren und dann noch Stroh. Wir brauchen ja Stroh. Jo, 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 jo. So, machen wir noch Stroh dazu. So.
Stroh jetzt voll. Ja, fast alles, nur noch 55%, weil wir ja keine totale Mischration im Moment mehr verfüttern. So, schlafen wir mal. Okay. Und der kostet 41.000. Oh, der ist aber teuer. Oh. Ich glaube, wir brauchen den. Ach, come on. Wo ist jetzt der Dreckscursor schon wieder da drin? Naja. Viel müssen wir eh nicht machen. Der Schnee ist immer noch da. Ist nicht so gut. Was macht eigentlich das Wasser? Oh ja, Wasser müssen wir. Wasser müssen wir nochmal nachfüllen. Dreckscursor hier. Was gibt eigentlich gerade Stroh her? Vom Preis her? Stroh, Bestuß. Das können wir in der nächsten Folge verkaufen und schauen mal, was geht. Wie viele Kühe haben wir jetzt eigentlich? Gute Frage, noch immer 21. Alt. Gleich mal hier nochmal auffüllen. Oh Gott. Junge. Alles klar. So. Leute, das war's jetzt auch für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.